Willkommen zu einem kurzen Let's Show zu Pokémon Tekken Deluxe für Nintendo Switch. Oh, you must be the new battle trainer I've been hearing all about. Hey, nice to meet you. I'm Nia. I'm one of the battle trainers here in Faerum. There's lots to see around here, but don't worry, I'll make sure you know your way around. I battle alongside my trusty partner, Weavile. Have you ever seen a Pokémon this cute? I doubt it. Huh? He was just sleeping over there, but where did he go? I'll introduce you guys some other time. Right then, first things first. Welcome to the Faerum Battle. Working as one with your partner Pokémon and facing off in intense one-on-one battles is what makes Faerum battles great! But first, you'll need this to get started as a battle trainer. Here's your battle AR. When you wear this, you'll be able to synergize with your Pokémon in battle. Your battle AR uses something called a Synergy Stone. There's actually a lot we don't know about them. But hey, we'll get into the details later. Make sure you take care of it. It's so exciting thinking about the brand new journey you're just starting out on. I'm definitely looking forward to seeing what sort of trainer you turn out to be. I'll give you whatever assistance I can, so just try to have some fun out there. Right then, let's get you registered. You'll be able to change your partner Pokémon later. For now, choose whichever one feels right for you. Jo, das mache ich dann mal eben und nebenbei lasse ich euch wissen, was wir in dieser kurzen Preview denn so angucken werden. Und zwar werde ich mich auf einen neuen Modus konzentrieren, das Geisterhaus, und ich werde euch alle neuen Kämpfer kurz zeigen. So, vorher erstellen wir aber noch unseren Charakter, das wird allerdings nicht wirklich wichtig sein, da man den eigentlich, ja, wenn überhaupt, nur im Story-Modus braucht, aber da das Spiel ja auch schon 2015, glaube ich, war es, für die Wii U erschienen ist, solltet ihr den Story-Modus, nämlich die Faerum-Liga, bereits kennen. Vielleicht habt ihr es auch selbst gespielt oder ihr habt es eben in meinem Let's Play gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann sich dieses Let's Play von der Wii U gerne reinziehen. Auf der Switch wird es nur dieses kurze Let's Show zu den neuen spielbaren Chars geben. Und ja, das heute sogar schon for release. Denn das Spiel erscheint eigentlich erst am 22. September 2017. Also ein paar Tage vorher können wir uns reinziehen. Alle spielbaren Charaktere, Maps und Helfer-Pokémon sind von Anfang an anwählbar. Das war ja bei der Wii U-Version auch nicht so der Fall. Aber hier auf der Switch eben schon. This is the Faerum region, where we are now. It's a huge island surrounded by nothing but the ocean itself. Faerum battles are super popular here, if you hadn't already guessed. The types of battles differ a bit from city to city, so I'll just give you the short and sweet version. To start off, right now we're here in Old Faerum Town. It's also known as My Town, and here you can check your battle data and change your settings, stuff like that. Don't worry, whenever we head to a new area, I'll give you the rundown. I've got your back.
Next up is right here, Ferrum Stadium. This is where the Ferrum League is held. This is a single-player mode where you battle your way to victory in the official league. Next up is Tellertown, I suppose. Here you can join in casual matches against CPU opponents. Did you hear? There have been some strange battles going on at the Haunted House recently. Do you think it's because of those rumors saying that you'll get something nice if you battle there? Check it out if you're interested. When you want to battle against your friends, you should head over to Selen Island. There, you can battle using two controllers. If you want to battle with some nearby friends, you can also use local communication. Head to Thalia Beach if you want to give it a go. And then there's Neo City, where you can battle against online players from around the globe. You can check out battle replays here too. In Techno City, you can learn all sorts of stuff about battles and practice a bit too. Ouch! Alrighty then. Guess I went on a bit longer than planned, but that should be just about everything. Feel free to start off wherever you want, but I think you might be best off heading to Techno City to play through the tutorial and learn the basics of Ferrum Battles. Ja, sollte man machen, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. Aber wir kennen es ja schon von der Wii U und starten mit diesem neuen Modus. Tägliche Herausforderung. It's the rules here to battle with a specific Pokémon. Keep checking back as it changes each day. You can receive rewards like bonus skill points from your battles here. It might be difficult battling with a Pokémon other than your usual partner, but it's pretty exciting too. Okay, es ist Machomai. Und mit ihm kämpfen wir gegen Suicune. Auf der Map Carpador Fest, die so ziemlich den besten Soundtrack des Spiels hat. Ich glaube, alles, was wir hier machen müssen, ist einfach zwei Kämpfe gewinnen, richtig? Ja, denk schon. Ich nehme einfach mal Flamia als Helfer-Pokémon. Und dann geht's auch schon los. Ring frei. Ah, da krieg ich direkt den Strahl in die Fresse. Das heißt, Vorteil für Suicune, da es den Phasenwechsel erzeugte. Ja, also ich werde jetzt mal immer so sprechen, als wenn ihr das Spiel schon kennen würdet. Wobei ich natürlich auch ganz, ganz kurz die Regeln erklären kann. Also natürlich muss man sich gegenseitig verprügeln. Man hat verschiedene Moves, leichte Angriffe, schwere Angriffe, Spezialangriffe. Also es sind halt so Pokémon-Attacken in dem Fall dann. Man kann grabben, man kann shielden, man kann kontern. Und es gibt halt diese zwei Phasen. Einmal die Standardphase, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die wirklich so heißt. Und dann, wenn man einen heftigen Schaden dem Gegner zugefügt hat, also durch einen starken Angriff, dann wird ein Phasenwechsel herbeigeführt. Derjenige, der das erzeugt hat, der ist dann ein bisschen im Vorteil, also dem seine Angriffe machen ein bisschen mehr Schaden und so. Und dieser Phasenwechsel ist dann quasi so eine 2D-Ansicht. Mehr oder weniger. Also 2D, aber mit 3D-Optik. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und ja, also das hier meine ich jetzt, Phasenwechsel. Ne? Und dann geht's richtig zur Sache. Erst recht, wenn das Limitmeter voll ist. Das ist diese bunte Anzeige unter Rockball. So, jetzt ist meine auch voll. Dann kann man quasi so eine Super-Aura erzeugen und dann die Angriffe nochmal stärker. Gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, einen ultimativen Limitschlag auszuführen. Ich versuche euch mal bei jedem neuen Char die Ultis zu zeigen, aber Machomai ist ja jetzt nicht neu, den kennt man schon aus der Wii U, deswegen braucht es jetzt hier nicht zwingend. Und ja, ich bin ein bisschen besser als ich dachte, weil ich habe das wirklich lange nicht mehr gespielt. Und ja, zumindest gegen Suicune bin ich ganz gut durchgekommen. Naja gut, die Bewertung ist, ja, wobei, 4 Sterne sind in Ordnung. Auf Defensive achte ich sowieso nie in solchen Games, muss ich zugeben. Ich bin immer der offensive Typ. Und der Techniker bin ich jetzt auch nicht wirklich. Also ich weiß schon so in etwa, was ich mache. Aber ich bin jetzt natürlich kein Pro-Gamer, ja. Also ich denke, das sieht man und das weiß man.
ist auch nicht meine Ambition. Soll ich nur den Inhalt ein bisschen näher bringen. Okay, also, zweiter Kampf, weil es sind immer zwei Runden, die man gewinnen muss, um einen Kampf eben für sich zu entscheiden. Jetzt kommt der zweite Angriff. Machomai finde ich übrigens einen der stärksten Chars. Aber ist nur meine Meinung, vielleicht ist das gar nicht so. Ich habe halt so den Eindruck. Klar, er hat so ein paar Probleme, weil seine Angriffe größtenteils immer auf Nahkampf basieren. Aber die hauen alle ordentlich rein und er hat auch irgendeinen Angriff, wo er auf den Gegner zurennt, habe ich vorhin ja sogar gemacht. Ich glaube, bewegen oben und A. Und dieser Angriff ist so krass stark. Theoretisch könnte man Maru mal relativ einfach kontern. Aber eben nur theoretisch. Wenn er sich dann nochmal aufpumpt, wie ich gerade, mit dieser roten Aura, wird dann noch umso gefährlicher. So, der Gegner hat jetzt ein volles Limit, da müssen wir aufpassen. Hier in dieser Phase, das ist immer diese chillige Anfangsphase, da sollte man mehr mit Fernangriffen arbeiten, statt mit direkten Angriffen. Oder sich zumindest langsam zum Gegner hinarbeiten. Ihn quasi mit Fernangriffen so ein bisschen ablenken und währenddessen dann versuchen, an den Gegner ranzukommen und ihn mit einem starken Angriff in die andere Phase zu bringen. Das hat soweit eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wenn der Gegner shieldet, dann sollte man am besten grabben. Und wenn man meint, okay, jetzt kommen ein paar Schläge vom Gegner, dann einfach kontern. Das lässt sich auch alles aufladen. Dann ist es umso stärker und boah. Das Timing spielt dann auch eine große Rolle. Boah, Alter. Das ist die Ulti von Machomai. Jetzt hatte ich doch noch eine Möglichkeit, sie euch zu zeigen. Und dang. Haben wir dieses Nibuna vernichtet. Vor allem Kampf ist ja eigentlich sogar sehr effektiv. Wobei die Typ-Effektivität in diesem Spiel keine Rolle spielt. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Sprich, Kampf ist auf Eis nicht sehr, auf Unlicht nicht sehr effektiv. Wobei auf Eis ja, glaube ich, auch. Und Feuer nicht auf Eis und so Sachen. Wasser nicht auf Feuer. Ne, das spielt alles keine Rolle. So, und wenn man in diesem Modus gewinnt, gibt es Fertigkeitenpunkte. Zufallsgenerierte offensichtlich. Für verschiedene Charaktere. Und auch ein neues Abzeichen oder Item, wie sie es nannte. Alles klar. Jo, und natürlich hat sich auch im Multiplayer-Gaming was geändert, aber da sprechen wir später drüber. Jetzt gehen wir mal in den Einzelspielerkampf. I'd recommend this mode when you just want to kick back and enjoy. There are three different types of battle. Basic battle, extra battle, and team battle. To take part in a normal battle, select basic battle. In an extra battle, random boxes will appear throughout the stage. These random boxes grant a number of positive statuses, including HP recoveries and synergy gauge boosts. The color of the box indicates what kind of effect it will grant. But be careful, you might end up with a negative status if you aren't so lucky. The key to extra battles is to try to nab the random boxes to get the upper hand. And finally, we have team battles. Here, you battle with three Pokémon in a team. At the end of a round, the trainer that has been defeated selects another Pokémon from their team to use in the next round. The trainer who first defeats all three of the opponent's Pokémon wins the battle. Each Pokémon's remaining HP and synergy gauge will be carried over to the next round, so think carefully about your battle order. Teamwork is super important. And don't forget to enjoy yourself. Okay. Ja, ich habe diesen Modus gewählt, da man hier am einfachsten alle neuen Charaktere vorstellen kann. Wir werden ausschließlich das normale Battle spielen, also jetzt ohne diese Luxboxen und so. Und der Reihe nach vorgehen. Heißt, wir beginnen mit Darkrai. Und als Gegner würde ich sagen, nehme ich auch immer einen neuen Char. Um es kurz zusammenzufassen, neue Kämpfer sind Darkrai, Impoleon, Silvaro, Glibunkel und Xerox. So, dann nehmen wir hier noch... irgendwas, würde ich sagen. Resonanzboost klingt eigentlich ganz gut. Oder wir wechseln von Kampf zu Kampf. Aber ich glaube, ich beginne mit Resonanzboost. Jo. Ob es jetzt neue Helfer-Pokémon gibt, weiß ich nicht genau. Ich glaube aber ja, doch. Es sind aber so viele, ihr habt es ja gerade gesehen,
da habe ich jetzt nicht so wirklich den Überblick drüber. Deswegen kann ich jetzt nicht benennen, welche neu sind und welche nicht. Aber es sollte schon einige neue geben im Vergleich zur Wii U-Version. Bestimmt gibt's einige krasse Fans unter meinen Abonnenten, die da genau Bescheid wissen. Ihr dürft gerne in den Kommentaren für Aufklärung sorgen, was genau neu ist und was nicht. Ich beschränke mich hier auf die großen Neuerungen und das sind ja die spielbaren Charaktere. Die Helfer-Pokémon, die sind ja quasi nur so eine kurze Unterstützung, also sie können gerufen werden und dann löst sich halt irgendein Effekt aus. Ist bei jedem Helfer-Pokémon anders, steht ja auch unten in der Textbox. Dragoran beispielsweise setzt Draco-Meteor ein und haut ordentlich dann mit so einem, ja, Angriff auf den Gegner ein. Jetzt müssen wir uns aber konzentrieren, weil ich habe so den Eindruck, holy shit, die Gegner hier in dem Modus sind ein bisschen schwieriger als in dem Mode, den wir zuvor gespielt haben. Und ich habe auch nicht geübt. Wie gesagt, ich habe das Spiel jahrelang nicht gezockt. Muss jetzt auch erstmal wieder reinfinden. Aber ich versuche, alle möglichen Hauptangriffe mit den neuen Charakteren zu zeigen. Und das sind ja die Angriffe mit A. Also nach unten, oben, rechts, links. Darkrai kann, glaube ich, Schlummerort einsetzen. Er kann Finsteraura einsetzen. Und selbstverständlich hat Darkrai auch eine Ulti. Auch die werdet ihr zu Gesicht bekommen. Wenn nicht in dieser Runde, dann in der nächsten. Sollte es passieren, dass ein Kampf endet, ohne dass die Ulti getroffen hat, weil der Gegner kann sie ja auch abwehren, werde ich sie dennoch noch hinten dran an den Kampf reinschneiden, damit man sie auf jeden Fall mal gesehen hat. Weil visuell sind die schon sehr beeindruckend. Und apropos visuell, ich finde, man hat die Grafik leicht verbessert im Vergleich zur Wii U-Version. Wenn ihr euch erinnert, da gab es noch so ein paar Pixelfehler. Gerade bei einigen Kämpfern wie Pikachu beispielsweise gab es so eklige schwarze Pixelfehler. Das habe ich jetzt in der Version nicht gesehen. Also ich habe auch die Demo gespielt. Ebenfalls gutes Stichwort. Und da war das schon nicht mehr vorhanden. Die Demo ist kostenlos im eShop verfügbar. Ihr könnt sie, glaube ich, 30 Mal starten und mit einer Handvoll maximal Kämpfe bestreiten. Also wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob das Gameplay was für euch ist, dann zieht euch die Demo und spielt es selbst ein paar Mal. Boah, jetzt muss ich aufpassen, Alter, der macht mich fertig, ey. Napoleon scheint ein starker Gegner zu sein, aber jetzt kommt eine Ulti und sie trifft. Bestimmt irgendwas im Verbund mit Schlummerort. Ich finde Darkrai übrigens ein richtig, richtig geiles Pokémon. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Neben Glurak und Kyogre ist er, glaube ich, in den Top 3 vertreten. Aber WTF, dass er so lange Beine hat, habe ich noch nie gesehen. Okay. Sieht komisch aus. Aber ich liebe das Pokémon. Unser nächster Kämpfer wird Glibunkel sein. Und bei dem gibt es was Interessantes zu sagen. Denn ihr seht ja vielleicht, es gibt auch einen Helfer-Pokémon, Glibunkel. Er ist also sowohl Helfer-Pokémon als auch spielbar. Und schießt mich tot. Ich verstehe nicht, warum Glibunkel ein spielbarer Char wurde. Hat das Pokémon in Japan so einen Hype oder was soll das? Ich meine, gut, er ist lustig. Aber wenn überhaupt, dann hätte ich doch die Weiterentwicklung Toxic Rock einprogrammiert, oder? Ich verstehe halt nicht, wieso der jetzt ausgerechnet ausgewählt wurde und nicht irgendein anderes Pokémon. Ich meine, das Character Roster ist so oder so schon nicht ganz nachvollziehbar. Also es wirkt halt sehr wild durcheinander gewürfelt. Warum gerade Glibunkel? Oh, aber die Angriffe sind ganz geil. Diese Schleimkugel da, diese grüne am Boden, war effektiv und der Strahl gerade auch. Nur ohne Spielerfahrung kann ich halt jetzt natürlich nicht sagen, wie man am ehesten mit ihm kämpft. Ich muss mich da jetzt selbst reinfinden und ich habe das Gefühl, Darkrai wird jetzt wütend. Schöner Konter. Steinwurf. Wie asozial. Ja doch, also die Angriffe sind ganz nice, muss man sagen. Dennoch wirkt er halt ein klein wenig deplatziert im Charroster. Oder wie seht ihr das?
Sagt ihr euch, ach, der Nintendo labert keinen Scheiß, die Bunkel gehört safe rein, Alter, der ist so krass. Oder sagt ihr, naja, schon recht. Der hat da nichts verloren. Wir können es eh nicht ändern. Was? Ich kann sogar eine Bombe platzieren? What the fuck? So langsam glaube ich, der Charakter ist nur dabei, um zu trollen. Ah, verdammt. Jetzt habe ich meinen Helfer-Pokémon verschwendet. Der Gegner lag am Boden und dadurch natürlich keinen Schaden. Das muss ich jetzt ein bisschen kompensieren. Und zeige euch die Ulti! Die kann eigentlich auch nur cringy werden, oder? Ja. What? Den Angriff, den ich gerade zuletzt gemacht habe, den mag ich aber auch sehr. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber er klatscht sich so auf den Boden und rutscht am Boden zum Gegner hin, zieht ihm die Füße weg. Gut. Das Gameplay war bis jetzt am schlechtesten mit Libunkel, hatte ich auch den Eindruck, aber egal. Und nun kommt wieder ein Pokémon, das ich sehr mag. Silvarro, der Pflanzenstarter aus Pokémon Sonne und Mond. Das einzige Pokémon aus der neuen Generation, soweit ich das hier gesehen habe. Also er vertritt eine ganze Generation. Jetzt kommt es darauf an, ob der sich gut spielen lässt, ob er krasse Moves hat oder ob es ein Versager ist. Oh, Sherrock sieht auch geil aus, ey. Ja, doch. Also visuell hat sich's schon noch ein bisschen gebessert im Vergleich zur Wii U-Version. Das wirkte aber auch ein bisschen unfertig, ne? Das habe ich auch im Let's Play gesagt. Das wirkte wirklich nicht ganz ausgearbeitet, weil ursprünglich war das Spiel ja ein Arcade-Spiel. Allerdings nur in Japan, in den Spielhallen verfügbar, nicht außerhalb. Und diese ganzen neuen Kämpfer, die wurden im Übrigen auch in den Arcades schon früher hinzugefügt. Auf der Wii U gab es allerdings nie DLCs, hat keiner verstanden. Jetzt macht Sinn, man hat eine Switch-Version geplant. Dennoch finde ich, man hätte durchaus die neuen Charaktere auch als DLC für die Wii U-Version raushauen können. Finde ich ein bisschen unfair den Wii U-Käufern gegenüber, aber okay, man ist es ja gewohnt, als Wii U-Käufer in die Presse zu bekommen. Oh, wie krass er ausgewichen ist und dann schön in den Rücken rein. Doch, Silvarro ist krass. Silvarro ist krass, Alter. Und jetzt gibt's noch die Ulti. Bestimmt der Pfeil da, ne? Dieser, wie heißt er denn? Schattenpfeil? Ich weiß es nicht mehr genau. Mensch, lange kein Pokémon gespielt, aber ich freue mich auf Pokémon Ultra Sonne und Mond. Dann komme ich schon wieder rein. Ja, nicer Finish, würde ich sagen. Aber gibt noch Runde 2. So, ich versuche nochmal ein paar neue Angriffe zu zeigen. Ja, auch cool, diese drei Pfeile. Ich war aber ein bisschen zu weit weg. Und dieser Sturzflug am Boden, der ist krass. Ah, das war jetzt nicht so gut. Aber der schießt ja gerne mit seinen Pfeilen, merkt man schon, ne? Oh, Sherox. Hat er sich gerade in die Megaform verwandelt? Ja, tatsächlich. Stimmt, machen die anderen Pokémon, die eine Megaform haben, ja auch. Oder? Nee, nicht alle. Ach, ich bin mir nicht sicher. Sherox tut's auf jeden Fall. Bringt ihm nur nicht viel, denn Silvarro lässt ihm keine Chance. So, keine Deckung. Nochmal Ulti-Finish. I like. Yeah. Also neben Darkrai finde ich den sehr, sehr geil. Die Bunkel kann bestimmt auch mega reinhauen, aber ich habe das Gefühl, den muss man ein bisschen mehr trainieren. Yeah. Sehr anmutig. Gute Bewertung. You're a master in the making. Und next one wird Sherrox sein, gegen den wir gerade gekämpft haben. Auch dieses Pokémon mag ich sehr gerne. Als Gegner hat er schon mal überzeugt. Jetzt schauen wir mal, was ich damit gebacken bekomme. Und weil ich es vorhin schon angesprochen habe, mit dem Helfer-Glibunkel nehme ich den jetzt einfach mal. Ist zwar nicht garantiert, dass er auch einen Auftritt bekommt, weil das ist
ja, taktikabhängig und so. Mal sehen. Auch hier bei Xerox werde ich mich wieder auf die Hauptangriffe konzentrieren. Der kann bestimmt Schlitzer, dann kann er... Was kann er noch? Kreuzschere. Kreuzschere wahrscheinlich eher als Schlitzer. Weiß ich nicht, was war das denn gerade? Patronenhieb hat er mit Sicherheit auch noch drauf. Wie dem auch sei. Ja, das ist Patronenhieb. Schwerttanz oder was? Ja, okay. Da ist dann wahrscheinlich mein Angriff kurze Zeit krasser. Oh, nicer Konter, Alter. What the fuck? Er schlachtet ihn ab, Alter. No chance. Erster Eindruck ist krass. Irgendwie finde ich alle neuen Kämpfer geiler als die von der Wii U, aber das ist vielleicht auch einfach nur jetzt eine Momentaufnahme. Aber Xerox ist sowohl im Nahkampf als auch in Distanz sehr geil, irgendwie. Haben wir die Ulti schon von dem gesehen? Nee, ne? Oh, jetzt kommt die Rache von Silvaro. Jetzt kommt die Rache. Und ich schlage einfach mal daneben. Vorsicht, Junge. Wir mal hier Megaform aktivieren. So, ich mache das immer so, ich greife erstmal mit der Megaform ein paar Mal an, weil es dann mehr Schaden macht. Und dann warte ich auf den richtigen Moment der Ulti, der hiermit gekommen ist. Oh, und jetzt zerschlitzt er ihn, oder was? What the hell, was ist das denn jetzt für ein Angriff? Alles klar. Kann ich nicht ganz deuten, aber sah sehr ultimativ aus. Mach ihn fertig! Nein! Oh. Diesmal ist es etwas ausgeglichener als vorher. Konter. Hat aber noch nicht gereicht, um ihn zu besiegen. Alter, ich werde gleich besiegt hier. What's up? Alter, Silvaro, du hast gut aufgeholt. Habe ich mich am Ende vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt? Keine Ahnung. Dennoch gute Vorstellung. Auch wenn ich nur 3,5 Sterne habe. So, der letzte im Bunde wird Impoleon sein. Einer meiner Lieblingsstarter. Sowohl vom Design als auch vom Typen. Wasserstahl hat der. Finde ich ihn einfach nur mega krass. Und weil ich es gerade sehe, ich habe ja vorhin, glaube ich, gesagt, Silvaro ist das einzige Pokémon aus der 7. Generation. Das ist falsch. Allein Flamiao und Robball gehören ja auch noch dazu. Außerdem gibt es eine neue Map. Das ist diese hier, der Thalia-Strand. Da kann man im Hintergrund auch noch weitere Pokémon als Zuschauer erblicken. Darunter welche aus der 7. Generation. Also meine Aussage war komplett Quatsch. Revidiere ich hiermit. Ob es noch weitere neue Maps gibt, weiß ich leider nicht. Das Let's Play ist ein bisschen lange her. Okay, es war Anfang 2016. Ich habe nachgeguckt, auch nicht 2015, sondern Anfang 2016. Aber dennoch kommt mir das schon so ewig lang vor. Ihr könnt gerne in die Kommentare posten, ob es noch weitere gibt oder nicht. Aber hier der Strand, den gab es auf jeden Fall auf der Wii U nicht. Und deswegen schneide ich euch auch diese Map nochmal rein. Gekämpft wird hier, wie gesagt, mit Impoleon. So, nun aber genug Worte um Maps und 7. Generation verloren. Es geht hier um Impoleon. Der stammt aus der 4. Gen. Und was habe ich ihn nicht gerne in Pokémon Diamant, Pearl und Platin gespielt. Was ein geiles Pokémon. Gut, das Moveset war, glaube ich, ein bisschen, wie soll ich sagen... Also man hatte wenig Auswahl. Ne, im Prinzip konnte man ihn ja, glaube ich, nur mit Surfer, Lichtkanone. Oh, schöner Eisstrahl, auch wenn er geblockt wurde. Jetzt reicht's mir aber. Limit. Nimm das. Und jetzt die volle Power. Warte, Whirlpool ist seine Ulti? Sieht fast so aus, ja. Okay. An sich ist das eine schwache Attacke. Aber hier in dem Spiel ist ja sowieso anders als in den
ich nenne es mal, richtigen Pokémon-Games. Wenn es eine andere Attacke war, dann könnt ihr auch das gerne in die Kommis posten, aber für mich sah es nach Whirlpool aus. So, für den zweiten Kampf nehmen wir uns Flamiao. Und ich versuche mal mit dem Eisstrahl zu treffen, weil der sehr geil aussah. Verdammt, warte, wie habe ich den nochmal ausgeführt? Oder geht der nur im Phasenwechsel? Ich bin das nicht sicher. Bin gerade ein bisschen am Angriffe ausprobieren, muss ich zugeben. Damit man auch wirklich alles gesehen hat. Das hier ist auf jeden Fall der Grab. So, Verfolgung. Konter. Für den Fall, dass er da irgendwas mit seiner Ulti plant. Ich bin drüber gesprungen, ich bin drüber gesprungen. Haha, ha. Ja, du bist sowieso nicht in der Range gewesen, sehr gut. Haha. Oh, was eine geile Kombination, das hat sich gelohnt. Oh, und jetzt gegen die Wand donnern. Gib's ihm, Impoleon. Verwandel dich nochmal. Und nein, schon wieder gegen den Eisstrahl daneben. Aber jetzt ist er getroffen. Ja, okay. Gut, Leute, das war's mit meinem Let's Show zu Pokémon Tekken Deluxe für die Switch. Multiplayer Gaming ist jetzt einfacher als auf der Wii U, weil da war es ja so, dass einer auf dem Fernseher gucken musste und der andere aufs Gamepad, WTF. Ist jetzt viel, viel besser mit der Switch. Allerdings nicht so viel neuer Inhalt. Also die Guys, die das Game schon auf der Wii U besaßen, werden jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich einen Grund sehen, sich die neue Version zu holen. Aber vielleicht braucht ihr auch einfach nur die Demo, um auf den Geschmack zu kommen. Die ist, wie gesagt, umsonst im eShop verfügbar und das Spiel erscheint am 22. September 2017. Entscheidet selbst, ob es was für euch ist, ob es sich lohnt oder nicht. Ich hoffe, das Video konnte ein klein wenig bei der Entscheidung helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken, abonnieren, liken und der Oma zeigen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.